Was folgt aus der Eroberung von Afrin durch Türken und deren Verbündete? Das Rote Kreuz berichtet, es fehle an Nahrung und Wasser für die Geflüchteten, deren Lage sei verzweifelt. In Deutschland empören sich die Linken, die Regierung dürfe nicht länger schweigen. Alleine, dass Deutschland nach wie vor diesen Überfall nicht verurteilt, dass die Bundesregierung bis jetzt immer noch nicht imstande ist, klar zu sagen, Schluss mit Rüstungsexporten an die Türkei, zeigt natürlich auch, dass das ganze Gerede von der Bekämpfung von Fluchtursachen hohle Worte sind. Dass Merkels Regierung handeln müsse, dass die Vorgänge genau angeschaut werden müssten, das fordern auch die Fraktionen, die die Große Koalition tragen. Klar sei das. Das völkerrechtswidrige Verhalten der Türkei in Afrin hier auch aus unserer Sicht keinesfalls geduldet werden kann. In dieser Situation müssen wir schon mit der Türkei reden. Menschenrechtsverletzungen sind nicht hinnehmbar. Auf türkische Geschäfte oder Moscheen in Deutschland wurden bisher schon fast dreimal so viele Anschläge verübt wie im gesamten Vorjahr. Sicherheitskreise haben Hinweise, dass neben pro-kurdischen Aktivisten auch deutsche Linksextremisten beteiligt sein könnten. Innertürkische Konflikte dürften, so das Innenministerium, nicht nach Deutschland importiert werden. Vor dem Hintergrund sind aus meiner Sicht die deutschen Sicherheitsbehörden in besonderer Weise gefordert, diesen Tendenzen, auch den Sympathien aus der linksextremistischen Szene gegenüber den Gewalttaten, insbesondere auch der Terrororganisation PKK, in entschiedener Weise zu begegnen. Als Konsequenz nach dem Anschlag vorige Woche auf eine Moschee in Berlin sind in der Hauptstadt die Schutzmaßnahmen erstmal hochgefahren worden.